Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zu einem weiteren Gammelsonntag. Der Videoreihe, wo wir sonntags einfach ein bisschen gammeln und Spiele spielen, für die wir unter der Woche keine Zeit haben. Heute spielen wir Doom. Oh ja. Yeah. Viele von euch wissen noch, dass ich Doom ziemlich negativ bewertet habe in meinem Jahresrückblick 2016. Und also ich habe nicht das Spiel an sich negativ bewertet, sondern ich habe eben gesagt, ich hätte mir was gewünscht, was mehr wie Doom 3 wäre. Und dieses Spiel, was wir jetzt gleich zocken werden, ist aber eher was, was wie Doom 1 und 2 ist, ne? Das heißt, meine Erwartungen wurden nicht erfüllt. Das bedeutet aber nicht, dass Doom ein schlechtes Game ist. Denn das ist überhaupt nicht. Es ist ein riesen geiles Game, Leute. Ich habe es gezockt in letzter Zeit. Ich habe eine Kampagne angefangen und ich bin in Level 4, müsste das jetzt sein. Und wir werden jetzt einfach mal diese Mission spielen. Ich kenne die nicht. Oder sollen wir eine spielen, die ich kenne? Das können wir eigentlich auch machen. Die Gießerei war ziemlich nice. Die Levels bisher waren eigentlich alles ziemlich nice. Aber nee, lass uns mal ein neues Game machen. Ein neues Game. Und es ist halt wirklich Doom, ne? Ich glaube auch, dass es ab 18 ist. Also junge Zuschauer, ihr wisst Bescheid. es ist ziemlich gory. Es ist der Anfang vom Ende. Es ist einfach, was Doom immer war. Es ist Geschnetzel hoch 10, aber lustiges Geschnetzel. Es macht Fun. Um einen Zugang zu deren Welt zu öffnen. Du kannst das verhindern, indem du die Ansaugfilter des Turms deaktivierst. Deaktiviere die Agentfilter. Okay, es ist so. Wir haben schon verschiedene Waffen. Ich zeige euch das ganz kurz mal. Wir haben hier die normale Pistole. Die kann ziemlich schnell nacheinander schießen. Man muss allerdings immer wieder die Maustaste drücken, also es ist keine Automatikpistole. Dann hat sie eine Fähigkeit, wo ein aufgeladener Schuss durchkommt. Der macht ziemlich viel Damage, hat dann aber auch Cooldown. Dann haben wir hier eine ziemlich hässliche Plasma Rifle, wie ich finde. Ich weiß nicht, warum das Modell so hässlich ist. Das sieht aus, als wäre es aus Lehm gemacht oder irgendwas. Das ist eine ganz normale Plasma Rifle. Für die habe ich noch keine Rechtsklickfunktion. Dann haben wir hier das Sturmgewehr. Und hier habe ich eine Rechtsklickfunktion und zwar schießt es Raketen. Ihr seht, die werden dann da so hochgefahren am Waffenmodel, was auch schon ziemlich cool aussieht. Zeige ich euch nicht, kostet zu viel Muni. Dann haben wir hier die Schrotflinte, die schießt einen Explosivschuss ab mit Rechtsklick. Hat einen ziemlich langen Cooldown und sonst halt eine ganz normale Schrotflinte. Ja, nachladen kann man übrigens nicht. Wenn man R drückt, werden die Waffenmods gewechselt. Was ich ziemlich komisch finde, dass sie das gerade auf R gemacht haben, weil gerade in einem Shooter hat man, wenn man R drückt, die Erwartung, dass nachgeladen wird. Und ich weiß, es gibt's hier nicht, aber da muss man sich erstmal dran gewöhnen, wenn man Millionen andere Shooter gezockt hat, wo auf R nachgeladen wird. So, jetzt aber genug gefaselt. Gucken wir mal, was abgeht hier. Da liegen gleich ein bisschen Munition am Start und so. Ah, was ich euch auch noch sagen kann. Wir haben hier eine Automap, ja. Das ist quasi eine Map, die wird aufgedeckt, wenn wir rumlaufen. Oder man kann sogar, wie ein Zelda, könnte man sagen, kann man die Map-Datei finden, dann wird die ganze Map aufgedeckt. Und es gibt immer Herausforderungen in jedem Level. Interagiere mit einem Runenprüfungsstein, okay. Oder beschaffe dir die Automap für die Agenteinrichtung. Oh, das ist hier sogar eine Herausforderung. Vielleicht gibt es die gar nicht so einfach hier. Führe 2 Tod von oben Glory Kills bei Höllenrittern aus. Oh, das ist natürlich schwer. Das müssen wir dann mal gucken, ob wir das schaffen. Aber wenn man dann das Zeug erledigt hier, dann kriegt man Sachen, womit man eben seine Rüstung aufwerten kann, Gesundheit oder Munition. Oder wo man Waffenmods bekommt, um Rechtsklickfunktionen von den einzelnen Waffen zu verbessern. Ihr seht hier zum Beispiel bei dem Sturmgewehr habe ich eben diese Mikroraketen, die ich euch gerade gezeigt habe. Da habe ich schon ziemlich viele Punkte reingesteckt. Einfach reduziere die Munitionskosten, reduziere die Nachladezeit. Wenn ich jetzt hier noch 5 Punkte reinstecke, aktiviert sofort die Mikroraketen, wenn sie bereit zum Feuern sind. Und dann wird hier die Meisterschaft freigeschalten. Mikroraketen können unendlich ohne Nachladen abgefeuert werden. Das ist mal cool, oder? Darauf arbeite ich momentan hin und das gibt es halt bei den verschiedenen Waffen. Bedenkt eben, dass es Level 4 ist. Wir sind noch ziemlich am Anfang vom Game und ich noch nicht so viele Waffen habe einfach. Jetzt gucken wir mal. Hallo, Hologrammmann. Für Aufgaben an der Oberfläche wird daher die Arbeit im Team. Ja, und es ist ein ziemlich schnelles Spiel. Ich habe den Motion Blur ausgemacht, weil Motion Blur macht mir Kopfschmerzen, egal bei welchem Game. Okay, was geht hier ab? Speicherpunkt erreicht. Hallo! Jetzt wird die Action dann gleich mal losgehen.
Hoffe ich doch. Okay, da hinten ist unser Ziel. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Ah, guck. Drüben ist anscheinend irgendwas, was man rüberspringen kann. Oder? Moment. Hier drin ist noch weiter nichts, oder? Nee, da sind wir einfach nur hochgekommen. Das heißt, es muss hier draußen weitergehen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wir gehen mal nach hier unten. Oh, ich glaube, wir haben ein Geheimnis gefunden. Fette Rüstung. Schwupp. Okay, es ist kein Geheimnis. Es ist einfach nur fette Rüstung. Ist auch okay. Ich meine, wer steht nicht auf fette Rüstung? Können wir darüber jumpen? Das ist ein bisschen weit. Aber wir können auf jeden Fall darüber jumpen. Yeah, baby, that's right. Gibt's hier irgendwas? Noch mehr Rüstung? Wir sind schon auf dem Max, deshalb bringt uns das wenig. Und dann klettern wir mal hier hoch. Und da hoch. Oh, das ist nur ein Scheinwerfer. Ich dachte, das ist irgendein Item. Oh, laut. Sowas mag ich gar nicht, solche hier so Jump-Plattform-Action. Zumal ich jetzt nicht weiß, wo es weitergehen soll. Darüber? Ach, jetzt müssen wir wieder... Oh, das ist aber... Das ist aber hier dangerous. Okay. Oh ja, und da regt sich was. Ah! Du bist so ein Runenstein, was machst du? Runenprüfung! Schalte mit der Kampfschrotflinte 15 Impf aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. 15 Imps? Belohnung. Erhöht die Entfernung, in der du hinterlassene Gegenstände aufnehmen kannst. Oh, nice. Haben wir hier Imps? Na, wir nehmen es einfach mal an. Wow. Ach, das ist ein eigenes, das ist ein kleines Vakuum-Minigame oder was? Okay. 10 Sekunden. Schalte mit der Kampfschrotflinte. Okay, komm. Was machen wir jetzt? Gib mir Imps, Alter. Fuck, bin ich schlecht. Gib mir mehr Imps. Ah, der war noch am Leben. 4 von 15. Gott, bin ich schlecht. Zählt es als Kill für die Schrotflinte, wenn ich die mit Glories töte? Ja. Ach, da bleibt... Die Zeit wird zurückgesetzt, wenn ich töte. Na, das hätten wir mir mal vorher erzählen können, Doom. Das hätten wir mir mal vorher erzählen können. Komm, das schaffen wir. Komm. Oh. Nein. Sekunden. Nein. Nicht ablaufen, Zeit. Yeah. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Wie geil ist das denn? Ich dachte, wir haben wirklich nur 10 Sekunden. Aber für jeden Kill hat man 2 Sekunden gut geschrieben bekommen. Das ist natürlich nice. Cool. Nice. Verlassen. Das habe ich jetzt auch noch nie erlebt. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt sehe, dass es so ein Minigame gibt innerhalb vom Game. Aber why not? Why not, motherfuckers? Okay, können wir jetzt weiterspielen, bitte? Bitte lade schneller. Danke. So. Runen. Im Reiter Runen kannst du verschiedene Runen ansehen und ausrüsten. Du siehst ja außerdem im Fortschritt und Verbesserung von Runen, so wie die Voraussetzungen im Fortschritt von Runeplätzen. Okay, kann ich das jetzt hier ausrüsten, was ich bekommen habe? Ansauger. Nice. Nimm 300 hinterlassene Gegenstände auf. Gibt's auch wieder irgendeine Herausforderung. Das ist halt das, was ich gemeint habe, ne? Es gibt so viel Sachen, die du pimpen kannst. Waffen, Rüstung. Es gibt diese Runen. Das ist für mich einfach... Das hätte ich nicht erwartet von einem Doom-Game. Das ist ein bisschen komisch. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat... Na, endlich geht's mal ab hier. Wenn man sich dran gewöhnt hat, dann macht's richtig, richtig fun. Geht's hier hoch? Ne. Mann, wo ist jetzt da hin? Die wollen mir einfach keinen Kampf geben heute, habe ich das Gefühl. Wollte ich euch zeigen, wie geil das Geschnetzel hier abgeht in Doom. Jetzt ist hier nichts los. Ich glaube, das soll gerade noch hier ein bisschen Atmosphäre aufbauen. Guck mal, jetzt sind wir hier. Oh, wir haben da schon was vergessen. Was haben wir vergessen? Was bist du? Datenprotokoll. Das ist aber irgendwie erhöht. Können wir da nochmal rüber? Das ist da oben. Da haben wir was vergessen. Ah, sowas hier. Ja, das ist einfach so ein bisschen Geschichte. Das ist wie damals in Doom 3 die, die Pads, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ja, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt haben wir das gefunden. Wo geht's jetzt weiter? Darüber. Also wir müssen anscheinend wirklich da hoch. Hä? Aber wie kommen wir da hoch? Wie
Kommen wir da hoch, Karte? Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon da hochkommen. Da unten war dieses Runending. Ach, da oben geht's weiter. Da geht anscheinend ein Weg hoch. Hä, bin ich wieder so blind unterwegs heute? Naja, hier geht's ja einfach weiter. Natürlich, da war ja diese Tür. Oh, lol. Moni! Moni, Moni, Moni! Oh ja, jetzt wird's schön. Jetzt wird's schön. Komm schon, gib mir was Schönes. Hallo! Oh, was bist du? Raketenwerfer? Yeah! Und jetzt gib mir was zum Draufschießen. Aber wir gehen erst nochmal aufs Sturmgewehr. Ich will nicht gleich die ganzen fetten Raketen verschießen hier. Ja, jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's ab. Okay, haben wir da hinter uns haben wir was vergessen, hä? Da könnte auch noch irgendwas sein. Müssen wir nachher mal hingucken. Also, wir erst ein bisschen schnetzeln. Ach nee, ein Schildfuzzi. Naja, egal. Da hat sich einer selber gesprengt. Man weiß nicht warum. So, und das sind eben hier diese Glory Kills. Ihr seht, wenn die Gegner anfangen zu leuchten, so, dann kann ich F drücken und dann werden sie speziell getötet. Und diesen Schildfuzzis, da muss man aufpassen. Die machen sau viel Damage. Oh, dein Schild ein bisschen weg hier. Alter, ich hasse die Nerds. Oder man schießt ihn halt einfach in den Rücken. Das kann man auch machen. Woo! Hey, Baby! Oh, fuck. Was war das? War da ein Explosivfass? Ich habe eigentlich voll viel Damage bekommen. Bam, in your face. Und diese Glory Kills, die geben dann halt speziell Gesundheit oder Munition und solche Sachen. Deshalb sollte man die so oft wie möglich machen eigentlich. Ich drücke aus Reflex schon immer F. Wow, da krabbelt einer. Wow. Oh, shit. Da ist ein Hell Knight. Oh, lol. Machen wir erstmal die Kleinen hier weg, dass die uns nicht nerven. Oh, fuck, der ist schon da. Okay, jetzt holen wir mal einen Raketenwerfer. Ganz probieren wir mal aus. Wo ist er? Hallo, Hell Knight. Okay. Okay. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt, von dem fucking Raketenwerfer. So, und jetzt den Glory Kill von oben. Zählt er? Ich glaube, der hat nicht gezählt. Huh. Ja, okay. Das ist die Action halt. Das ist die Action. Da spawnen tausende Dämonen. Man ist ein bisschen verwirrt. Man weiß nicht genau, wo es hingeht. Jetzt waren wir aber trotzdem nicht da hinten oben. Da will ich jetzt ehrlich gesagt noch ganz kurz hingehen. Weil es gibt überall so viel zu finden in diesen Games. Ach. Darum waren wir da nicht. Okay, alles klärchen, Bärchen. Was wäre ich das hier? Richtig drücken? Nee. Bam, 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 bam. Man muss auch immer die Augen offen halten, ob man irgendwo hoch kann und irgendwo rein kann und so. Und da gibt es dann geile Punkte für die Waffen und Rüstung. Zum Beispiel, warum kann ich hier hin? Warum kann ich hier hin? Guck, ich könnte jetzt da runter. Moment, nee, da gehen wir nicht runter. Das ist ja der Anfang. Das ist ja der Anfang hier, Leute. Wir sind einfach nur jetzt hier oben. Oh, lol. Das ist gut zu wissen. Das reicht nicht. Aber wir müssen da hoch, oder? Muss es reichen? War ich nur wieder zu blöd dazu? Nee, es reicht nicht. Was sagt die Map? Die Map sagt hier Berg hochgehen. Also gut. Oh! Da ist ein Waffenmod. Nein! Wo fliegst du hin? Du Sackgesicht! Oh! Das ist sowas, wo man sich einen Rechtsklick aussuchen kann. Was geht da drüben für ein Krieg? Boah, da ist ein Dämonenportal, Leute. Oh, lel. Okay, hier explodieren schon wieder Sachen. Dieses Maschinengewehr tötet die Kleinen einfach zu schnell. Oh, die explodieren. Woo! That's right, baby. In your fucking faces. Oh ja, komm schon hochgekrabbelt, ne? Mal ein bisschen Leben. Plus 5. So, das sind solche Blut-Dämonen-Portale, wie auch immer. Wenn man die kaputt macht, dann geht die Scheiße immer extrem ab. Ich habe schon wieder einen Hell Knight gesehen da oben. Schießen wir den mal direkt Raketen in die ungefähre Richtung. Ah! Kriegen wir jetzt für den mal einen Glory Kill von oben hin? Wir können ihn hier töten. Komm mal ein bisschen näher ran, du Bengel.
Komm mal näher an die Kiste. Und jetzt da hoch. Oh fuck, jetzt immer. Na egal. Ah, diese Achievements immer noch nebenher. Jetzt geben wir dem mal einen aufgeladenen Shot. Woo! Wer war schneller, hä? Bengel, wer war schneller? Lass mal Schild grabben. Oh fuck, das ist der Raketen. Oh! Oh Gott, David Leroy, da kommt noch ein neuer Heldenheit um die Ecke. Aber oh, gehen wir hier hoch. Nein, geh doch nicht so weit weg. Zähl es. Ritterschlag, 1 und 2. Jawohl, der hat gezählt. Zack. In your face. Fuck, man. Ach, natürlich. Was macht man in Doom? Oh, jetzt habe ich wieder nachgeladen. Also nicht nachgeladen. Was macht man in Doom, Leute, wenn man keine Munition hat? Richtig. Dann packt die Kettensäge aus. Wenn man dann die Leute tötet, dann droppen sie ganz viel Munition. Das ist so geil. Waffenpunkte halten. Nice. Okay. Warum ist jetzt hier so ein Schutzschild? Warum hängt da jemand? Kann ich dich abschießen? Bim. Nee. Okay, jetzt sind wir hier. Oh, da unten ist eine Elitewache. Da müssen wir hin, Leute. Elitewachen, die haben immer so ein Ding, womit ich meinen Anzug pimpen kann. Und da drin gibt es auch irgendwas. Jetzt gehen wir erstmal rein. Aber wir müssen dran denken, wir müssen noch nach unten. Komme ich überhaupt rein? Hallo. Ich finde die normale Pistole auch schon gar nicht so schlecht eigentlich. Gerade für solche langsamen Fuzzis hier. Schwupp, schwupp, schwupp. Jetzt haben wir natürlich genug Munition, weil man gerade eins erlegt hat mit der Kettensäge. Okay, da oben geht es auf jeden Fall hoch. Da ist so ein Datendings, oder? Das will ich jetzt nicht sehen. Was ist da vor mir? Oh, da oben ist ein Doom Collectible. Seht ihr das? Da müssen wir irgendwie... Ach, da kommen wir jetzt bestimmt hoch, wenn wir jetzt... Ah, wo wollte ich jetzt? Hier hin? Dahin? Das ist da oben in diesem Schacht oder was auch immer das ist. Komme ich jetzt da hoch? Ah, das ist doch so eine Sache, das will ich unbedingt haben, aber ich komme nicht hoch. Ah, komm ich hoch? Nein, komm ich nicht. Ah, dann geh ich hier mal hin. Was bist du? Wir deaktivieren den Tower nur für kurze Zeit. Du musst jede Linse einzeln entfernen. Öffne die Scharniere, dann gleiten die Hülle aus. Achtung, Energiekontamination entdeckt. Die Erzeugung von Atemenergie zu verhindern. Nicht nötig. Ja, das ist auch so ein wiederkehrendes Element, dass irgendwelche NPCs uns Story geben und Hinweise und der Marine hier entscheidet einfach immer komplett auf alles zu scheißen und macht sein Ding, wie er will. So, das hier ist ein Medikit sozusagen, da kann man sich aufladen. Das ist immer nice. Und jetzt will ich aber trotzdem mal noch wissen, wie zum Teufel ich denn da hochkommen soll. Vielleicht muss man da irgendwie von außen hoch. Aber das sieht schon so aus, das ist ja so abgeschnitten. Die sieht schon so aus, als müsste man da hochspringen, nicht wahr? Das ist da oben drin. Es gibt keine Öffnung. Und da hoch kann ich nicht. Es gibt auch nichts zum Ausfahren oder so, oder? Irgendwie eine Leiter oder irgendwas. Wart mal. Hier ist... Das ist der Aufzug hier. Der geht hoch und runter. Können wir... Kann ich dich irgendwie wegschieben? Nee, kann ich nicht. Was bist du? Eine Kettensäge, okay. Kann ich dich... Nee, das geht doch nicht. Ich habe schon... oft auf Sachen geschossen und es hat nichts gebracht. Nee, das bringt überhaupt nichts. Aber seht ihr, der Aufzug ist blockiert. Vielleicht, wenn man den irgendwie reparieren könnte oder so. Ich weiß es nicht. Fuck, fuck, fuck. Okay, das müssen wir wohl so lassen, das Rätsel. Das ärgert mich, wenn ich sowas nicht rausfinde. Das ärgert mich über alle Maßen, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jetzt gehen wir mal weiter. Wir wollten noch nach da unten. Aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo runterkommen. Sieht zumindest nicht so aus. Da kommt man bestimmt später noch überall hin. Oh, das ist auch oben, ist auch noch was. Hey, wow, das sieht aber aus, als könnte ich da hinkommen.
Moment, welche Richtung? Genau hinter mir? Genau da oben? Ja, da kommen wir bestimmt hin, irgendwie. Da müssen wir ja irgendwie hinkommen. Komm, komm, komm. Wenn wir hier drauf gehen und dann hier... Nein! Hier? Ach, komm schon! Das ist so ein guter Plan! Warum komme ich jetzt da wieder nicht hoch? Das ist doch scheiße. Na, da oben ist auch nicht. Das ist hier. Oder ist hier? Ja! Ja, es ist hier! Nice. Erstmal fett Munition eingesackt. Und dann, guck, das hier ist, was ich euch erzählt habe. Das ist so eine Elite-Wache. Und von denen gibt es immer drei oder so oder ein paar halt in einem Level. Und dann zieht man hier diesen Anzugstick raus und steckt den in sich selber rein. Und dann kriegt man eine Prätorenmarke. Das ist der Anzug, der Prätor, irgendwas. Okay, komme ich jetzt von hier aus irgendwo hin? Nee. Da über mir ist nochmal eine, aber das ist zu hoch. Da komme ich jetzt nicht hin. Okay, aber da hinten haben wir jetzt mal so gut wie alles erkundet und auch eingesackt. Das ist wichtig. So, jetzt ist da unten ist nochmal so eine Elite-Wache. Aber wie komme ich da runter? Das ist genau unter allem. Und es gibt aber auch keine Treppe oder was, die runterführt. Vielleicht hat das auch irgendwas mit dem Aufzug zu tun. Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal weiter. Oh. Ist das der Anfang? Ich will nicht an den Anfang zurückspringen. Nee, das ist nicht der Anfang. Wo ist der Anfang? Der Anfang ist da hinten. Sollen wir es wagen, Leute? Komm, wir machen es für das Video und für die Wissenschaft. Stirb ich, wenn ich jetzt da runterspringe? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist auch das hier einfach ein Lift, der runterfährt, oder? Kann ich dich aufmachen? Da kommen wir bestimmt noch runter. Wir machen es jetzt doch nicht. Doch nicht fürs Video und doch nicht für die Wissenschaft. Gucken wir mal noch, was hier abgeht. Hello! What's up? Doom Moon hier. Moon Doom. Oh, holy crap. Alter. Garstige Imps. Woo. Könnte ich jetzt mal jemanden nur ein bisschen töten, dass er mir auch Leben gibt? Ja, du. Oh, jetzt habe ich ihn wieder ganz getötet. Oh. Geh weg, Fass. Raketenwerfer. Puls. So. Was ist jetzt hier oben los? Ich sehe doch hier schon wieder was, wo ich hochklettern muss. Nicht wahr? Oh! Hier gibt's Sachen in dem Raum. Guck mal, gibt's da unten was? Oh! Geil! Da gibt's so einen anderen Level-Up-Punkt. Seht ihr? Ich weiß nicht mehr, wie die ganzen Sachen heißen. Es gibt so viele verschiedene Collectibles und was man einsammeln kann, wo man irgendwelche Punkte irgendwo reinstecken kann. Das ist einfach unmöglich. Ja, Munition hätte ich gern mehr. Dankeschön. Vielen Dank für die Muni. Und da hinten war noch eine Heilstation. Habe ich es auf der Map richtig gesehen? Ja, Tatsache. Wupp! Da healen wir uns voll, Baby. That's right, motherfucker. Und dann müssen wir da hoch, ne? Ja, wir müssen hoch. Schwupp und schwupp. Und dann sind wir hier oben unterwegs. Jetzt ist die Frage, gibt es hier oben irgendwie einen Ausgang zu... Wo war jetzt das, wo wir nicht hochgekommen sind? Na, das ist halt weiter weg. Nun mal, da ist wieder was Unerkundetes. Man muss echt aufpassen. Wenn man nicht immer auf die Map guckt, ey. Wenn man nicht immer auf die Map guckt, dann entgeht einem so viel von dem Zeug... Okay, und jetzt? Hä? Ah, okay. Diese Vertikalität hier. So, aber jetzt sind wir oben. Und da rechts, da muss ich rein. Das ist ein Questing, so wie es aussieht. Und dann gehen wir mal noch da nach hinten. Vielleicht kommen wir dann doch zu unserem Collectible. Hey! Ho! Okay, hier gibt's nix. Hör auf. Die Höllenenergie ist ohne Filter nutzlos. Achtung, Energiekontamination. Was du da zerstörst, ist wertvoller, als du dir vorstellen kannst. Eine perfekte, unbegrenzt vorhandene Energiequelle. Tja, jetzt nicht mehr.
Okay. Ich vermute mal, dass es sowieso hier weitergeht, ne? Aber wir gucken mal. Vielleicht kommen wir da irgendwie rüber. Oh Gott. Hallo. Moment mal. Ist das nicht der Raum? Ja, das ist der Raum, Leute. Das ist der Raum. Oh shit. Auf Steuerung werft man also auch Granaten. Ja, mach ihn auf. Sind wir jetzt... Ja, 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 ja. Guck, jetzt gibt das Ganze Sinn. Jetzt gibt das Ganze Sinn. Was ist mit dir? Warum kann ich dich nicht öffnen? Munition, weil ich volle Munition habe, oder was? Jetzt müssen wir ganz genau aufpassen. Hier irgendwo... Raketenwerfer, bin ich auch voll. Hier irgendwo muss ich irgendwie durchkommen. Nee, das ist weiter vorne. Moment. Was? Willst du mich trollen? Willst du mich jetzt trollen? Ich sehe es nicht. Das muss doch direkt hier sein. Hinter dem Gabelstapler, aber da ist nichts. What the fuck? Ah, jetzt habe ich wieder nachgeladen, Waffenmod gewechselt. Ich verstehe es nicht, Leute. Es gibt extra diesen Raum hier, ne? Weil hier geht es ja nicht weiter. Es gibt diesen Raum nur für diese Munikiste. Ja, jetzt kann ich sie aufmachen, weil ich einen Schuss verschwendet habe. Danke. Es gibt diesen Raum extra dafür, dass man da hinkommt, aber ich bin verwirrt. Hier oben ist auch nichts. Kann ich den Gabelstapler fahren und die Kisten im Aufzug wegräumen? Nö, ne? Krass, Mann. Krasse Scheiße. Okay, ich gebe auf. Ich gebe auf. Der Aufzug hier ist jetzt halt offen. Oh, was ist das? Ah, du bist Benzin, ne? Für die Kettensäge. Ja, das brauchen wir nicht. Das heißt, ich kann jetzt hier hoch und runter. Oh, nee. Ah, doch. Ich kann auf jeden Fall hoch und runter. Und da kommt man nicht... Da kommt man nicht hoch. Bin so hart verwirrt, ey. Ihr schreit bestimmt den Bildschirm an. Muni, du bist so dumm, das geht so und so. Es tut mir leid. Wir geben auf, wir machen lieber noch ein bisschen Action. Hier muss es eigentlich mal noch irgendwo ein bisschen Action geben, oder? War relativ wenig los in letzter Zeit. Action, Action. Oh, da ist wieder so ein Dingsbums. Geil. Das machen wir. Das ist eh eine Herausforderung, dass ich zwei von denen machen muss. Zerstöre mit der Pistole 30 Fässer, bevor die Zeit abgelaufen ist. Easy. Verlängert die Benommenheit von Dämonen. Prüfung starten. Da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Dumania. Oh Gott, 6 Sekunden. Oh, ich sehe schon die Fässer. Ah ja, das ist easy, oder? Wie viel gibt ihr das Fass? Oh fuck, jetzt gehen die Fässer aus. Oh, 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 oh Gott! Wo sind noch Fässer? Ah! Ah, komm, nein! Ah, kann ich es wiederholen? Ja, Neustart, nice. Okay, das ist der Trick. Man muss sich hier voll bewegen. Man darf nicht stehen bleiben. Okay, nochmal. Wir gehen hier aggressiv vor. Aggressiv gehen wir vor. Erst gehen wir hier rechts rum. Wieso waren wir denn noch verflucht? Noch eins! Noch eins! Das war's doch, oder? Habe ich es nicht geschafft. Really? Habe ich es nicht geschafft. Warum? Game? Es ist gerade rausgetappt. Ich weiß nicht warum. Okay. Nochmal.
Bam, 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 bam. Ich glaube, es ist cleverer, wenn man sie so ein bisschen langsamer zerstört. Wisst ihr, dass man keine so lange Periode hat, wo man keinen sieht? Wie zum Beispiel jetzt? Yeah! Woo! Benebel und Verwirrt verlassen. Und damit haben wir die Herausforderung abgeschlossen, zwei von diesen Runendingern zu benutzen, ne? Kriegt man auch wieder einen Waffenpunkt für. Oder irgendwas. Ah, man jagt nur Punkte eigentlich. Es ist nur Punkte jagen die ganze Zeit. Zack. Jawohl. Benebel und Verwirrt kriegt man die Rune und wir müssten doch jetzt auch hier... Wo ist meine Map? Herausforderung beendet. Genau, interagiere mit... ach, es war nur mit einem. Ach so. Okay, alles klar. Und wo sind wir? Wir sind hier oben. Und wo geht's weiter? Oh, hier nicht. Bin ich runtergefallen. War da unten ein Secret? Nee. Hallo? Okay. So, wo geht's jetzt hier weiter? Das sieht so aus. Nee, Moment. Hier waren wir. Ja, aber in die Richtung sind wir noch nicht gelaufen. Da müssen wir mal noch schauen. Gibt's wieder einen Haufen Waffen und Zeug, was ich nicht mehr tragen kann? Hallo! Oh, Schild. Schildmann, you're going down. Warum benutze ich die Scheißpistole? Wow, warum benutze ich den Raketenwerfer? Oh, fuck. Okay, der Schildmann ist auf jeden Fall down. In your face. Okay, dann zerstören wir mal das Baby. Das ist so geil, wie dann alle schreien. Ein Hell Knight. Oh fuck, man, was sind eigentlich hier für Sniper-Fuzis? Ups. Oh fuck, der Hell Knight, Mann. Der muss weg. Ah, ich kann nicht rückwärts laufen. Jetzt. Yeah, Herausforderung beendet. Da war der zweite Kill von oben, Baby. Waffenpunkt. So, jetzt packen wir hier mal den großen Bummen aus. Oh fuck, da kommt noch einer. Ah, das springt über meine Raketen. Fotzen Knight. Steckst du jetzt da hinten? Um rauszubringen. Wenn wir dich hier wegmachen. Ah. Lol, wir haben den gekillt. Bam. Nein, nicht sterben. Oh ja. Doch, du sterben. Oh fuck, Alter. GG Nori. Nice. Ach, jetzt sind wir hier oben. Okay. Ja, so langsam erschließt sich das Level hier, ne? Ist schon ganz schön groß. Da hinten haben wir jetzt halt da unten das Ding vergessen und da oben, wo wir nicht drankommen. Aber naja. Und da gibt's doch mehr. Oh nein, ich muss da hinten weiter. Okay. Na gut, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir beenden das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kleiner Eindruck in Doom. Ihr könnt mir ja eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde mir alles durchlesen. Und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, bitte bewertet es positiv und schreibt einen Kommentar. Ja. Wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao.